So. Spielen wir weiter. Lange jetzt nicht mehr gespielt. Muss jetzt gucken, wo ich war, was ich machen musste. Aber soweit ich weiß, mussten wir den Doktor suchen. Tja, jedenfalls haben wir jetzt unsere vierbeinige Prinzessin wieder. Ja, jetzt ist die ist der Informant in Pickham dran, oder? Jo. Ich glaube ja nicht, dass wir viel Nützliches erfahren werden, aber wir sollten uns wenigstens mit dem Mann treffen. So. Ja, der Informant war irgendwo. I don't know. Boah, jetzt muss ich mich nochmal orientieren. Ich habe keine Ahnung. Das war ja nur noch ein Doktor, aber irgendwo muss ich jetzt eine Praxis finden, oder was? Oder wie, oder was? Ja, können wir noch nicht öffnen. Oh, das. Nee, das sieht einfach aus wie ein Schlafzimmer. Wusstet ihr schon, dass man. Haha, nee, das ist der Alchemie-Mann. Okay, hier war das schon mal nicht. Mann, jetzt muss ich die ganze Zeit wieder suchen. Das ist das Casino. Ja. Schauen wir mal hier. Ne, hier hatten wir doch letztens den Ganoven gefunden. Fuck, wo ist der? Mann, wo ist der Scheiß, Motherfucker? Hallo, gehst mal raus? Ich hasse es, Alter. Nie kann ich den finden, ey. Oder ich finde mich halt, ich kann mich halt echt schlecht orientieren. War hier was nochmal um die Ecke? I don't know. Nö. Die Schmiede. Wo bist du? Hier waren die Wohnungen, / Häuser. Nee, hier ist es auch nicht, Alter. Fuck my life. Ich hasse es. Youngest. Was sagt mir gleich der Youngest? Sag mir, wo der ist, Boy. Quatsch, ja. Es wäre unglaublich dumm von uns, wenn wir uns die Chance. Ja, da. Ich frage mich, ob er uns überhaupt irgendwelche Informationen über. Warte. Mann, ich habe jetzt auch so weggeklickt. Hier vielleicht? Nö. Mann, Alter, wo ist jetzt der Doktor? Ich hasse es. Da ist der Bade. Hier kurz mal nach. Ach ja, stimmt, ich Idiot, der war doch hier. Mann, jetzt haben wir es, oder? Da ist er. Fucking finally.
Hello, Brains. Long time no see. Back at last, eh? Well, well, look who it is. You came when I was out, did you, Yangers? I'm sorry I wasn't here. But you're back again. So, if I'm not mistaken, you must be in need of some information. Am I right? Always on the ball, eh, Brains? We're looking for this bloke who looks like a clown. Goes by the name of Dolmagus. He's a slippery customer. Keeps getting away from us. Have you heard anything? Yes, I've heard about him. The criminal responsible for murdering the abbot of Maella Abbey, no less. Mm-hmm. My sources report seeing him walking over the surface of the sea toward the Western Continent. Oh. The Western Continent? That's a bit hazy, isn't it? Can't you be more specific? Sorry, that's all I know. I wish I could tell you more. Well, if you don't know nothing more, Brains, there ain't nothing more to know. We'll have to go to the Western Continent ourselves. Nice. A fine idea. But aren't you forgetting something? How do you intend to cross the sea? Eh? Monster attacks at sea have been significantly worse recently. All crossings from here and from the Northern Continent have been cancelled. You could go if you had your own ship, but unless I'm misinformed, you don't. I'd say that will pose quite a problem. Yeah. I hadn't thought of that. No, I can see that. Well, perhaps I can help you out there with a little snippet of information I heard. Uh-huh. Follow the cliffs along the coast to the west from Port Prospect, and you will come to a wide open wasteland. Westlich von Port Prospect, okay. According to what I hear, there's an old abandoned ship there. I don't know why a ship should be in a place devoid of water, but anyway, people say it's a magic ship. If you could get it up and running again, you'd be able to sail anywhere you wanted. You might want to try the path to the west of Port Prospect. It was blocked by a rock slide. But I hear that's been cleared up now. Hmm. Nice. Wir haben schon mal den nächsten Ort gefunden. Gab's hier noch was? I don't know. Ne. Okay. Westlich von Port Prospect. Schon mal unser nächstes Ziel gefunden. So, was habt ihr zu sagen? Den Doktorschienen zufolge müssen wir den Küstenlinien westlich von Port Prospect folgen. Dann werden wir auf ein verlassenes Schiff in der Mitte des Ödlands stoßen, richtig? Ich erinnere mich, dass der Pfad aufgrund eines Steinschlags unpassierbar war. Ob sie ihn wohl mittlerweile freigeräumt haben? Ja. Dann. Die sind ja low. Ich sollte mal kurz heilen gehen. Heißt, wir übernachten hier noch eine Nacht und gehen dann teleportieren uns Richtung Port Prospect. Bonk. Links ist das Inn. Eine kleine Übernachten, alles gut. Und wieder die kleine Cutscene. Nichts Besonderes. Jo, danke fürs Pennen lassen und Teleport. Hoffentlich ist nichts über unserem Kopf. So. Teleportation. Port Prospect. Nice. Oh, schönes Lied. So, westlich von Port Prospect.
Okay, I see. Dann los geht's, ne? Oh, direkt ein Fight. Mal gucken. Oh, da sind alte Bekannte. Okay. Jessica greift die drei an und so. Oh, Tanky noch. Jetzt da. Oh, holy shit. Nur, oh Gott, die geben mir ziemlich wenig. Holy shit. So, westlich, ja. Westlich ist immer links. Oh. Knastkatzen, nice. Ja, machen wir ganz schnell. Bam! Blum. Und überhaupt kein XP, Alter. Igitt. Oh. Rosa Rüpel, okay. Mal gucken, ob die schnell down gehen. Oh, die machen aber ordentlich Schaden, holy shit. Und sind schnell. Und tanky anscheinend. Oh mein Gott, die überleben einiges. Oh Gott. Jetzt, nice. Bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht Jessica angreifen. Ich heile die gleich. Oh mein Gott, Alter. Das war ein Crit. Und die geben ordentlich XP, holy shit. Heile. 1, 2. So. Alles wieder im Lot. Holy shit. Bald will ich auf den Zauberstab umspringen, aber das dauert noch. Huch, wohin gehe ich? Erstmal zur Hütte. Okay. Was uns hier war. Oh, das ist ein Inn. Okay. Oh. Flügelbuffel. Der sieht gefährlich aus. Fähigkeit Falkenhieb. So, greifen wir so an. Jessica greift die beiden anderen an. Und Angelo. Bam. Nice. Ich hoffe, die größte Gefahr ist weg. 20 Schaden. Wie geht? So. Bam. Come on. Last hittet den endlich. Jawohl. Blum. Dann gehen wir mal hier. Schlafen, speichern und ja. Machen wir jetzt wieder auf den Weg. Erstmal kurz die Leute ansprechen. Was macht so ein Ding hier mitten im Nirgendwo? Welches Ding? Oh, da ist das Schiff. Ah, Reisende, habt ihr diesen merkwürdigen Berg da drüben bemerkt? Das ist kein Berg, das ist ein fucking Schiff. Seht nur, wenn ihr die Augen ein bisschen zusammenkneift, könnt ihr ihn sehen. Ein riesiger Berg, sieht aus wie ein Schiff. Wow. Aber in dieser Gegend kann es doch wohl unmöglich ein Schiff geben. Es ist mir ein Rätsel. Man bekommt hier unten richtig gutes Steinsalz, wisst ihr? Ich grabe es aus und verkaufe es, davon lebe ich. Toll, danke für die Information, I guess. So, schlafen, speichern, weitergehen. Oh, wie süß. Hä? Warte mal. Bam. Ah, okay, dann lass mich hier bitte pennen.
Ja. Übernachten. 12 nur. Alter, wie gutmütig. Das ist günstig. So, danke fürs Pennen lassen. Ich hoffe, man kriegt irgendwann andere Cutscenes. Jo, jo. Arigato. Ja, ich will speichern. Die Leute nannten mich sinnliche Schwester. Ich frage mich, ob ich euch heute irgendwie helfen kann. Mal sehen. Ja. Speichern, please. So. Ich nehme diesmal den anderen Speicherplatz. Ja. Oh fuck, Missklick. Alter, das Speichern dauert mir zu lange, es regt mich auf. Nice. Oh! Ich hab 3 gedrückt. Ah, ich bin verpeilt und blöd. Es läuft schon mal nicht gut. Ja, komm, rush that shit. Ja, lass mich da. Ja, lad schneller, Boy. So endlich. Ich hasse, dass sie eben fragen, wollt ihr weitermachen? Und ich dann aus Versehen 3 drücke, weil 3 die Dialoge schneller beendet. So. Oh, warte mal. Oh, das sieht aus wie ein Königsschleim. Die Krone steckt fest und rührt sich nicht. Schlürf, schlürf. Hilfe, ist da jemand? Hallo, befreit mich von dieser Krone. Ich bin hier unten, hier, direkt vor euren Füßen. Ich bin oben, oh, wie süß. Ich bin oben am Brunnenrand runtergesprungen, aber dann bin ich reingefallen und jetzt komme ich nicht mehr raus. So, hilft mir doch. Oh. Zieht an dieser Krone, um mich zu befreien. Ihr müsst kräftig ziehen. Sie sitzt sehr fest. Okay. Danke, ihr müsst einfach nur an dieser Krone ziehen. Es gibt keinen Grund, zimperlich zu sein. Ihr könnt ruhig fester ziehen. Okay. Muss ich was drücken? Nö. Oh, lol. Gut gemacht. Hier habt ihr die dämliche Krone. Nehmt sie als Belohnung. Schlürf. Lol, nice. Schon cool, nett. Gibt's hier was? Wenn ihr den Berg hinabsteigt, dann werdet ihr auf ein richtig großes Schiff stoßen. Aber passt auf, wo ihr lang geht. Unterwegs lauern eine Menge schrecklicher Ungeheuer. Und wenn ihr erstmal unten seid, könnt ihr nirgends Rasten machen. Oh Gott. Ihr habt eine ziemlich merkwürdige Form, oder? Bei weitem nicht so wunderbar wabbelig wie unsere. Okay. Und hier gibt's sonst nichts. Okay, dann. Bitteschön und tschüss. Ich finde das hier voll cool, die ganze diese Kleinigkeiten. So, wie gut ist die Krone? Transfer. Wer kann die Krone tragen? Nur Youngest. Okay, Youngest. Gönn dir. So, er hat den hier. Transfer. Kann das jemand anders tragen? Nö. Ist auch schlechter. Also kann schon tragen, aber ist schlechter als der Rest. Und jetzt müssen wir weiter. Oh, hier können wir nicht runter. Toll. Abkürzungen sind nicht erlaubt. Ja. Felsenbombe. Oh Gott, die sehen gefährlich aus, um ehrlich zu sein. Falkenhieb. Fähigkeit. So. Jessica So, wir zögern mal nicht. Weil die sehen schon ein bisschen gefährlich aus. Obwohl, das geht noch. Na, mal. Oh Gott.
Der lebt ja immer noch. Jetzt. Holy shit, tanky as fuck. Dann machen wir erstmal so. Grenzfies. Bitte mach keine Kamikaze-Angriffe. Bitte nicht. Ah, noch lebt er. Bitte keine Kamikaze-Angriffe. Nice. 70 pro Gegner, auch ordentlich. Respekt, Respekt. So. Gehen wir aber richtig. Hier lang, genau. Ins Ödland. Wasteland. So, und jetzt da. Okay. Oh Gott. Das sind interessante Gegner. Flammenhieb auf. Der Falkenhieb auf den. Youngest macht das hier. Jessica macht das hier. Angela macht das hier. Oh, das tut weh. Gut, analysiert die Lage. Bizarres Ballett und verliert nur 3 MP. Das geht ja noch klar. Boah. Fuck you, Alter. Lass den Protagonisten in Ruhe. Nice. Alles im Lot. Bomb. Falkenhieb. So. So. Nice, Youngest. Nice, down. Oh, nice. Läuft besser als erwartet. Ich dachte, die wären jetzt schwieriger. Oh, 5 sogar. So, jetzt machen wir nur noch Normal Attacks. Jawohl. Nice. Und boah, ordentlich. Kann man sich gönnen. Ja, heilen müssen wir noch niemanden. Hier geht's schon mal nicht lang, wie es scheint. Nö. Hä, hier geht's dann auch nicht lang? The fuck? Wieso kann man hier da runter? Wo geht man, kann man ins Ödland runter? Okay, ich probiere es dann mal dort. Bisschen komisch manchmal die Wege. Ja, oh, schon wieder die. Nee, die sind mir zu tanky. Die sind mir zu tanky. Das kostet zu viel Zeit. So, da könnten wir ja eventuell hier runter, ne? Ja, das sieht schon mal besser aus. Ja, hier sieht's nach meinem Durchgang aus. Oh Gott, sag mir nicht, dass es da nicht weitergeht. So. Oh Gott, ich muss sie heilen irgendwann. Unterstützung. Noch eine Schlammhand. Fuck you. Bam. Nice. Nice. Und jetzt müsste er down gehen. Oh, 99. Holla die Waldfee. Nice, Jessica. Ja. Pfah, ja. Ich will eigentlich Zauberstab benutzen, aber ja. Aber ja, und meistert die Hiebe der Liebe. Okay. Okay, ich dachte schon, hier geht's nicht mehr weiter. Puh, ich hatte schon Angst. So, du machst die Heilung. Bonk. So. So, wir wurden von den Schleimen gewarnt, dass hier
starke Gegner rumlungern sollen. Wir halten erstmal Ausschau nach Besonderheiten. Oh, das sind die, okay. Können wir noch machen. So. Jessica greift die an und Angelo macht den hier. Boah. Grinsfies, schön für den. Und er lebt noch. Toll. Und klaut mir MP, ne? Ja. 4. Und er lebt noch. Falkenhieb. Youngus greift den an. Jessica greift die an. Und Angelo, Flammenhieb auf ihn. Bam! Oh, der lebt noch. Ha. Die Kämpfe werden langsam ein bisschen länger, ne? Oh lol. Okay. Let's go. Die sind so fucking schnell. Alter, Youngus hat sowieso nicht so viele Mana. Was klaust du dem? Okay. Das ist schon mal gut. In der Runde töten wir den jetzt. Gut, der macht nichts. Oh, er lebt noch. What the fuck? Okay. 12 Schaden. Fuck. Jetzt aber. Und was kriegen wir? Steinsalz, okay. Heilen. Ja, sollten wir mal. Ups. Heilen. So. Und ja, wir können eigentlich den noch heilen. Und weiter geht's. Da ist ein Hundi. Okay, hier scheint nichts Besonderes zu sein. Da geht's aber anscheinend hoch. Wahrscheinlich. Warte, nee, geradeaus ist das Schiff. Sollen wir hier hoch? Oh, ich kann die Kamera jetzt nicht nach oben drehen, aber egal. Obwohl, da kann man gar nicht hoch, oder? Ich guck mal. Nee, das sah nur so aus, man kann anscheinend da nicht hoch. Ah, schon wieder die. Oh, ich kann nicht fliehen, toll. Ich hatte keinen Bock auf den Kampf. Und 2 MP, nice. Oh nee, das ist mir zu nervig. Sehr schön. So, kurz nachgucken, ob man da überhaupt hoch kann, aber sah nicht danach aus. Ne. Oder? Ne, okay. Dann gehen wir zum Schiff. Da, 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 da. So. Ja, das sieht schon mal richtig aus. Schon leer. Ich hätte mir jetzt mehr erhofft. Aber wir sind jetzt schon beim Schiff. Oh ja, den können wir bekämpfen. Falkenhieb. So. Und so. Nice. Komm, Youngus, besieg ihn. Jawohl, mit dem Hammer. Mit der Hamme. Huch! Oh, ich hab mich voll erschreckt. Well, I never. What have we here? Yes, this must be it. The ancient ship we heard about in Pickham. Now we can pick up Dul Magus's hateful trail again.
But it's enormous. How on earth will we get it down to the sea? I must admit, I'm rather stumped. If only it wasn't quite so far inland. I know. Show me the map. Now, let's see. Here's my castle. Which means now we must be... Here! Gar nicht mal so weit, wir sind ja fast da. Unbelievable! We're directly south of the castle. I had no idea we were so close to home. In that case, we should go back to the castle and see if we can find mention of this ship in the library. We might just find a clue. There's no time to lose. We must return to Trodane. To the castle! So, und wie kommen wir zum Schloss? Okay, das scheint eine Höhle zu sein. Okay. Durch die Höhle. Hallo. Ja, fast da. Oh, come on. Wieder nur einer? Nee, darauf habe ich keinen Bock. Die sind mir zu tanky. Irgendwas müsste doch vielleicht rechts sein, oder? Nö. Einfach nur ein Bait. Okay. Oh, rosa Rüpel. Die machen Schaden. Deswegen... Bam. Bam. Upsa. Ja, doch. Bam. Die sind mir echt gefährlich, Alter. Oh, come on! Wow. Fucking Angelo, Alter. Bam. Hoffentlich kritten die nicht wieder. Ich hab Angst vor denen. Alter. So. Jawohl, Jangus. Bam. Jawohl. Tja, Angelo. Fuck you. Gibt's denn... Haben wir kein... Upsa, machen wir mal am besten schneller, so. So. Gibt's denn kein Item, was wiederbeleben kann? Oder... einen Kessel benutzen? Nee. 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 Diese rosa Rüpel sind halt echt stark, Alter. Ich würde schon gerne nach links unten noch. Aber das machen wir, nachdem wir Angelo wiederbelebt haben. Oder? Ich will nur kurz gucken, ob wir was von der Distanz finden. Garudas, lul. Ich riskiere nichts und greife instant an. Oh, nice.
Oh mein Gott, okay. Die muss unbedingt geheilt werden. Aber ich kann auch einen Angriff überleben. Nein! Egal. Nice, down. Alter. Jetzt wird's hier echt gefährlich, ne? Wie die Schleimers vorher gesagt haben. So. Gucken wir mal aus der Distanz. Upsala, hier geht's ganz lang. Lul. Ich wünschte, man hätte irgendwie so eine Sprintfunktion. So, okay, wir sehen ja von hier nichts. Also dann erstmal zur Höhle. Aber nein. Teufelswürfel. Oh, die kenne ich ja noch. So. Jangus greift an. Und zur Längsdrache. Nice. Nice, immerhin einer down. Und jetzt kommt die. Oh, nevermind. Gut, niemals getroffen. Bam! What? Jetzt aber. Goldarmschiene, oh. Nice, du Destiné. Hört sich gut an. Transfer. Nur auf Jessica gut, ich verstehe. Ausrüsten? Ja. Kann es sonst jemand tragen? Ach, das hat nur Flinkheit erhöht, okay. Alles gut. So, in die Höhle. Oder eher sagt ein Tunnel, okay. Und drei von den Teufelswürfeln, okay. Falkenhieb. Nö, du machst einen normalen Angriff. Jessica macht 13 Riemen. Haben wir noch nie ausprobiert. What? Das ist ja ziemlich garbage. Aber bis jetzt sind die noch nicht gefährlich. Ich will nicht wissen, was sie alles noch so drauf haben. Hiebe der Liebe. Ich sehe mal die gleiche Animation. Okay. Bam! Einer down. Und nur noch Normal Attacks. Gut. Gegen die kämpfe ich bis jetzt gerne. Die geben gut XP, machen nicht zu viel Schaden und sind relativ zügig tot. So, man weiß ja nie, die ist mal voll heile. Und wir sind am Ende des Tunnels angekommen. Links ist was. Und das sieht nicht schön aus. Oh Gott. Bitte sag mir, dass hier ein Inn ist. Das sieht nach einer Kirche aus. Oh, come on. The fuck seid ihr denn, Alter, für eine Familie? Yam, Mam, Bo, Bo. Irgendwie cool. Obwohl, die machen Schaden, ne? Okay. Okay, 5 Schaden geht noch. 13 Schaden geht auch noch, okay. Okay. Aber das ist schon eine lustige Familie. Oh mein Gott, 60 HP hat er überlebt. Bam. Mam. So. Jangus greift ihn auch an. Okay, wir gehen einfach Schritt für Schritt los. Neue Shop. What? Okay, wir müssen den Dicken. Ich bin Mom, ich bin Bo, ich bin... Oh lol, what? LOL! Wie geil!
Okay. Nice. Wie geil ist das denn? So. Oh mein Gott, machen die aber Schaden, ne? Please go down, Alter, ihr seid viel zu strong. Holy shit. Zauber, Mittelheilung auf mich selbst. Yangus greift an. Und Jessica macht die ganze Zwillingsdrache. Bam, bam. Immer noch, holy shit. Scheiße. Alter, ich muss aufpassen. Die sind gefährlich. Junge, geht down, bitte. Zauber, Mittelheilung, Yangus. Yangus greift an und sie greift auch an. Okay, das geht ja noch. Holy shit. Alter, wie fucking tanky die sind. Holy shit. Please die. Falkenhieb. Yangus greift an. Nein, Yangus. Gepäck. Du hast kein... Okay. Greift an. Wir gehen mal ein Risiko ein. Nice. Das Risiko hat sich ausgezahlt. Holy shit. Junge, das war mein Lieblingsgegner. Holy shit. Oder meine Lieblingsgegnergruppe. Die waren geil. Heilern unbedingt. So. Und dort kann ich hoffentlich... Ja, das sieht nach einer Kirche aus. Hä? Lol. Oh, come on. Ja. Ich würde schon gerne öfters sehen. Das war ziemlich cool. Flügelbüffel, okay. Mach mir kurz einen Prozess mit denen. So, wir riskieren natürlich nichts. Okay, die machen moderaten Schaden. Nichts, wovor man Schiss haben muss. Mega Schwächung, okay. Nice. Die sterben alle. Mega gut. Das bringt dir auch nichts, wenn du jetzt stirbst. Und BAM! Nice, Sudesune. Ups. Yangus erreicht Level 19. Ja, 3 Talentepunkte, ne? Okay. Ja, wir nehmen packen alles in die Keule. Die Chancen, Yangus einen kritischen Treffer mit einer Keule oder einem Hammer zu landen, erhöhen sich. Nice. Das hört sich schon gut an. So, my boy. Angelo braucht Hilfe. Zum Glück geht's auf, Alter. Ich hätte schon Angst gehabt, dass sie nicht aufgeht. Und hier ist sogar ein Inn. Perfect. Erstmal wiederbeleben. Oh nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Ja, ich möchte fortsetzen. Alter, das ist echt gefährlich, wenn du aus Versehen nochmal Dreieck drückst. Das ist ziemlich fies gemacht. Ja, Alter, schon wieder. Ich habe echt gerade Angst bekommen, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe. So, nochmal langsam. Alter, ich habe gerade echt Schiss bekommen, ne? So. Mein Herz klopft gerade. So. Mein Herz. Ich drück wahrscheinlich bei dem nie wieder Dreieck, Alter. So, einmal mich pennen lassen, bitte. Wie viel kostet das? Übernachten, please. 60, oh, das ist ein Wucherpreis jetzt wieder. Jo, jo, jo. Und speichern. Please. Memory Karte, Steckeplatze. Ja,
Dort speichern, bitte. So, wie viel Zeit hätte ich verloren, wenn ich aus Versehen weggedrückt hätte? Das wäre scheiße gewesen. Übelst scheiße. Egal. Kannst du mir was sagen? Es ist lange her, dass wir zuletzt Besucher hier hatten, in diesem armen, einsamen Land. Diese Gegend war früher so lebendig, aber jetzt kommt niemand mehr vorbei. Und das alles wegen dieser verfluchten Dorne, die das Schloss Trodon nördlich von hier bedecken. Was für eine furchtbare Tragödie. Was haben meine Boys zu sagen und Girls? Ich frage mich, was so ein Khan hier mitten in der Wüste zu suchen hat. Vielleicht finden wir in der Bibliothek von Schloss Trodon was raus, wie Großväterchen schon gesagt hat. Das liegt nördlich vom Schiff. Dann gucken wir doch mal am besten nach. Was? Sie hat nichts zu sagen? Angelo? Auch nicht. Okay. Dann raus auf die weite Welt. Wir sind ja fast am Schloss. Das Schloss sah aber auch nicht gerade schön aus. Das erklärt auch vielleicht, warum der König einfach generell sein Land verlassen hat. Alter, ich war nur für ein paar Minuten weg. Käferknechte. Oh, die waren scheiße. So. Bam. Oh, Jessica. Holy shit, Jessica. You're good, girl. Bam. Jessica geht ab. Die waren nicht so tanky, aber trotzdem war es geil. Oh, 60 XP. Das waren pro Gegner 12. Das war scheiße. So, ist hier irgendwas Auffälliges? Nee. Ich würde herauszoomen. Ich würde schon gerne mal gleich gucken. Oder was ist gleich? Irgendwann mal gucken, was dort in der Ecke war oder ist. Na, 2 Pennen. Na, wir machen Falkenhieb. Die scheinen nicht so schwach zu sein. So. Warte. Okay, dann Angelo. So. Bam! 26, ja. Die sollten wir schnell töten. 20. Immer noch nicht tot. Jawohl, jetzt aber. Oh nein, wieso hat der eine noch nicht? Egal, der schläft noch zum Glück. Falkenhieb. Warte. Falkenhieb. So. Youngers. So. Jessica macht Zwillingsrache auf ihn. Und so. Nice. Oh, er wacht auf. Nice. Und er wacht auch auf. Okay, die braucht nur einen Hit. Okay, alles gut. Nevermind, er nicht? Ach stimmt, weil Youngers ja ihn gerade angegriffen hat. Jetzt aber. Nice, gute XP. Und ich kriege 5 Talentpunkte. Alles in Schwerter, natürlich. Ja. Und Haarband. Immer gucken, ob das was Gutes ist. Steinsalz. Nevermind, das ist das. Okay, alles gut. Wir begeben uns zu Schloss. Wir sind ja richtig wieder. Jein. Soll ich denn. Ah, das ist eine Kiste. Da gehen wir erstmal hin. Ich muss mal irgendwann googeln, ob es echt eine Sprintfunktion gibt. Oh, das ist eine. Oh, hier ist auch eine Kiste. Okay. Okay. Scheint schon mal gut zu sein. Und es ist nicht gut. Oh. Oh. So. Wir greifen dich an. Fähigkeit. Dich an. Wir ziehen es durch. Der hat ja diese Fusion gemacht. Ach nee, der hat den wiederbelebt. Deswegen als erstes vorkosten. Nice.
Soweit so gut, soweit so gut. Ich will nur angreifen. So, er ist down. Hoffentlich kann nicht jeder wiederbeleben. Das wäre scheiße. Schnell, schnell, schnell. Bom. Nice, er ist auch down. So, please don't revive. Jawohl. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, aber alles sieht gut aus. Außer die sind tanky. Holy shit, sind sie tanky. Endlich, holy fuck. Bam. Jawohl. Sehr schön. Und noch eine Schatztruhe. Lederharnisch. Direkt überprüfe. Transfer. Mal gucken, ob jemand das gebrauchen könnte. Nö. Na? Wow, fuck you. So. Ja, und es ist... Oh, nice. Zu Kohle sagt man nie nein, ne? Und jetzt greife ich dich an. Hoffentlich bist du nicht zu stark. Kannibalenkiste. Dein Name macht mir Angst, aber wir riskieren's. So, let's go. Youngus, fuck you. Und der Falkenhieb. Oh, immerhin einmal getroffen. Und Youngus pennt. Toll. So. Und Angela macht das. Oh mein fucking Gott. Please. Please die. Please die. Scheiß die Wand an. Kämpfen. Falkenhieb. Jessica. Zwillingsrache. Angelo, Zauber, Mittelheilung auf Jessica. Please. Fucking hell. Nice, Youngus hat sich geheilt. Toll. Ach, come on. Ärgert mich das jetzt. Und er hat nicht mal so viel XP gegeben. Aber Kupfermonstermünze. Immerhin das. Oh, nö. Eine Fresskiste. So, so. Machen wir kurz einen Prozess. Jawohl. Teleportieren uns zurück. Und wiederbeleben erstmal die arme Jessica. Teleporte Gay 2. Hütte auf dem Hügel. Hoffentlich ist das die Hütte. Wohin ich auch hin wollte. Fuck. Gibt es keine andere Hütte? Teleportation. Kapelle am Fluss? Nein, es war die nicht. Okay. Da müssen wir nochmal durch. Fuck! Ich hätte zurücklaufen sollen. Mann, das ärgert mich jetzt. Please, revive. Ja. Nein. Nein. Und fortsetzen. Ich hätte auch eigentlich laden können, aber nee. Wir müssen mit unserer Bürde leben. Oh, ärgert mich das jetzt. Wiederauferstehung. Ja, please. Ja. Kostet uns zwar ordentlich Kohle, aber wir müssen da durch. Pennen tun wir nicht. Kostet Zeit und Kohle. Alter, diese Scheißkiste, ey. So. Let's do this. Erstmal der Protagonisten, hä? So.
Wie weit muss ich laufen? Oh, schon ein Stück, Alter. Aber das ist doch markiert. Ich frage mich halt, warum der nicht da lang wollte. Oder, warte. Wir können mal was testen. Chimärenflüge. Benutzen. Schwerthellen-Labyrinth, nein. Pickcam auch nicht. Morris House auch nicht. Kapelle im Plus ist es auch nicht. Maele Abtei war es auch nicht. Nee. Nee, jetzt müssen wir da durch. Fuck. Oder ich weiß einfach nur den Namen. Ich bin doof. Was eher die Wahrscheinlichkeit ist, aber ich hoffe mal, dass ich einfach keine Scheiße gebaut habe. Komm, please, lass mich flüchten. Nice. Ich sollte mal vielleicht das Item benutzen. Haben wir überhaupt noch was davon? Ja, wir haben noch zwei Weihwasser. Perfekt. Machen wir erst, wenn wir im Ödland sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann hier... Obwohl, erstmal aufs offene Feld, dann... Da. Oh, okay. Nein. Please nicht Jessica angreifen. Alles nur nicht Jessica. Bitte alles nur nicht Jessica, ey. Die ist halt nicht so tanky. Lul. Nein, wir fliehen. Sehr schön. So. Jetzt können wir das benutzen. Und hoffen, dass das was bringt. Benutzen. Jo. Let's go. In die Richtung, ja. Oh, der Stream laggt wieder. Danke, Vodafone. Und natürlich spawnen hier Gegner. Fliehen. Sehr schön. Wie viel Bitrate ist das denn? 5800, okay. Und trotzdem meckert der. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal nach links unten schauen. Come on, wir sind fast aus dem Ödland raus. Das Ödland war ein bisschen unspektakulär, wenn ich, ehrlich sein darf. Das war halt... Hupsala, falsche Richtung. Bin einmal im Kreis gelaufen. Ich hätte jetzt mehr erhofft vom Ödland, aber ja. Da ist nur das Schiff bis jetzt. Nice. Ich habe schon für eine Sekunde gedacht, dass ich nicht abbauen darf. Und wir sind aus dem Ödland raus. Nice. Und gehen als erstes mal nach links. Das war hier, genau. Ja, das ist mir recht. Da, 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 da. Die können wir ja bekämpfen, die sind ja noch okay. So. Konzentrier dich nur so viel du willst, das bringt dir nichts. Oh. Die machen aber schon Schaden. Bonk. Lul. So. So. Jawohl. Oh Gott, ich habe Angst. Ah, der überlebt das doch nicht. Komm, Youngest, one it. Jawohl.
Erstmal heilen. So, ups. Angelo, du darfst mal wieder heilen. So, und nochmal. So, alles gut. Diese gut. So. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Keine Kiste, okay. Oh. Oh nein. Nee, die bekämpfe ich nicht. Ich fliehe. Und ich kann nicht fliehen. Und die gehen natürlich auf Jessica immer, ey. Ich riskiere nichts. Ich will nicht wieder zurück. Boah. Alle guten Dinge sind drei. Ja, alles bitte auf Youngers. Jawohl. Ich hab da echt noch Respekt vor dem. Oh, ich bin jetzt hier runter, oder geht's hier hoch? Ja, okay. So. Okay, weiter geht's. Was ist hier unten? Wenn hier echt nichts ist, wollte ich sagen. Und der sieht stark aus, um ehrlich zu sein. Riskiere ich's nochmal? Oh, die könnten mir XP geben. So. Falkenhieb. Bam. Youngest greift den auch an. Jessica greift alle drei an. Oh ne. So, die dann eben. Angelo greift den an. Bam. Please nicht auf Jessica. Nice. Soweit so gut. Er konzentriert sich. Nur auf 5, das ist schon mal gut. Okay. Oh Gott. Alter, Jessica wird ja gleich sterben. Fuck, die überleben das auch noch. Also jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Bitte nicht Jessica fokussen. Ich will nicht, dass sie stirbt. So. Angreifen, du greifst ihn auch an. Jessica macht Zwillingsdrache auf die. Und Angela macht Flammenhieb auf die. Let's go. Nice. Mega-Schwächung nochmal. Nice. Oh Gott, um 20. Dein ist schon mal tot, nice. Ah, der überlebt noch. Blub. 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 So, Falkenhieb. Greift den auch an. Zwillingsdrache auch. Obwohl, ne, die kann ja jetzt einen normalen Angriff auf die machen. Und Angelo macht Flammenhieb auf den. Bam. Nice. Lol, hä? Okay, das war komisch. Habe ich noch nie gesehen. Kuhfladen, danke dafür. Mittelheilung. Heilung. So, alles gut. Riskieren wir es, gegen den zu kämpfen? Ich habe zwar Angst, aber ich gucke erstmal noch hier nach. Ob es hier was gibt und danach fighte ich den. Da ist eine Kiste. Guck mal. Hoffentlich sei es was Besonderes drin. Ja, und es ist. Magiesamen. Nicht jetzt so überragend, aber kann man gerne annehmen. Entkommen. Na, come on. Natürlich auf Jessica, ey. Upsala. Und fliehen. Schon wieder nicht. Bitte nicht auf Jessica. Ich habe echt keinen Bock. Weil... come on. Dankeschön. So. Dann. Heilung. 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 So. Und gucken wir mal, ob wir für ihn gewappnet sind.
für den Wampendrachen. Ich schaffe es. Aber man weiß ja nie, ne? Der Drachentöpfer. Fähigkeit Drachenhieb. Jengis macht das. Jessica macht das. Und Angela macht das. Oh Gott. Ja, das tut weh. Bam, bam. Und nein, er ist tanky. Toll. 35 nur, okay. 19. Ach du Scheiße, du. Fähigkeit, Falkenhieb. Jengis greift an. Jessica macht wieder Zwillingsdrache und Angelo macht Zauber, Mittel, ne, Heilung auf Jessica. Oh mein Gott. Okay, nicht so viel Unterschied. Oh, nice, Jengis. Boah, du bist ein Held. Drachenhieb. Angreifen. Zwillingsdrache. Zauber, Mittelheilung auf Ratchet. Und er ist down. Scheiße. Oh, schaffen wir den vielleicht noch? Ich habe Angst. Angreifen. Fähigkeiten. Zauber, Heilung auf dich selbst. Junge. Boah, 60. Nice. Komm, Jengis, noch ein Crit. Nein. Wir ziehen's durch. Ah, ich verwechsel immer. Und... ja, du heilst erstmal, Jengis. Okay, nur Jengis wurde getroffen. Alter, fuck my life. Und er lebt noch. Oh, Jengis trifft auch. Nice. Come on, get down. Bam, bam. Junge, was für ein Tank. 69 Schaden, toll. Und er stirbt nicht. Immer noch nicht. Junge, was hat der gefrühstückt? Upsala, schon wieder. Fähigkeit, nein. Zauber, Mittelheilung. Auf dich selbst. Oh mein Gott. Junge, stirbt er noch? Das gibt es doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Der will nicht sterben. Jawohl. Immer noch nicht. Boah, Junge, was ist das denn für ein Boy? Jetzt! Nice. Und Silbermonstermünze. Go, Jengis! Erstmal Mittelheilung auf Jengis. Und wir müssen durch die Höhle wieder zur Hütte. Please. Ich frage mich jetzt aber, warum echt ich nicht, mich nicht dorthin porten konnte. Boah, es wird jetzt ein kurz... der Weg wird jetzt echt ein bisschen lang. Hoffentlich komme ich ein bisschen voran. Oh, nur ein Garuda. Hoffentlich flüchtig schnell. Nice. Den Sarg lassen wir dort. Da passiert schon nichts. Renn, mein Junge, renn. Hier lang? Hier lang. Duff, 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 duff. Oi, Gav! Da ist die Kirche. Renn, mein Junge, renn. Wir sind gleich bei der Höhle. Fuck you. Du hast dich einholen lassen. Nice.
Warte, was ist denn dort? Achso, daher kamen wir, okay. Okay, alles gut. Da ist die Höhle. Komm, Jengis. Letzten 500 Meter. Renn, mein Junge. Oh nein. Okay. Mach ich gerne. Jessica greift Alan und so. Nice. Und Jessica, komm, clean cut. Wow, das war jetzt geil. Das war ziemlich geil. Und wir kriegen wahrscheinlich gar kein XP. Ja, jeder hat nur ein XP gegeben. Aber war schon satisfying. Ich will da nicht lügen. Oh, es ist gleich dunkel. So, aber jetzt frage ich mich echt, warum... Oh Gott, nein, nicht die. Fliehen. Jawohl, ich kam schnell weg. Da war ich Raki. Ach, hier ging es ja nicht runter. Habe ich vergessen. So, warum kann ich aber mich nicht hier hinporten, ne? Oh, da gingen die Lichter an. Haben mich voll erschreckt. Oh, lol, das sind viele Gegner. Lass mich... Oh, nö. Ich bin... Bitte, ich will nicht hier sterben. Nicht kurz vorm Ziel. Das wäre ziemlich bitter. Nice. Ich bin da. Jawohl. So. Wie heißt der Ort? Sagt ihr mir nicht. Please revive my protagonist. Wiederauferstehung. Ja, bitte wiederbleiben. 190, oh mein Gott, du Wucher. Ja, danke schön, mein Sohn. Upsa, nee. Oh Gott, ich muss niesen. Oh Gott. Einmal bitte, Penny, ich habe keinen Bock, nachts zu kämpfen. Ja. Jo, und dann speichern. Dann weitermachen bis auf zum Schloss, ne? Ja. Ja. Kirche in West Rodin. Warum ich hier aber mich nicht teleportieren konnte, ne? Ups. Warum man sich nicht hierhin teleportieren kann? Jo, ich guck mal gleich. Teleportation. Nee, wird einfach nicht aufgelistet. Okay. Warum auch immer. I ain't judging. Okay, wir haben jetzt lang genug getrödelt. Oh, da ist eigentlich eine Insel. Kann man die von hier aus sehen? Nice, Gegner. Giftmottern, oh Gott. Mach mir kurz einen Prozess. Bam! Nice, Angelo. Jawohl. Bam. Junge, die haben es auch auf ihn abgesehen, ne? Let's go! Ja, ist ordentlich XP bekommen.
So, kann man jetzt die Insel von hier aus sehen? Ja, man kann die Kuh auf jeden Fall sehen. So. Oh ne, ich wollte Jessica heilen. Man weiß nie. Die müsste straight vor mir sein. Ja, man kann die von, leider von hier aus nicht sehen. Schade. Auf zum Schloss. Zum verfluchten Schloss. Da, fuck. Komm, kämpfen wir mal. Jessica greift auch die an. So, wir machen mal Speedrun. Oh, die sind aber schon tanky. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie nach ein, zwei Hits down gehen, aber brauchen mehr. Jawohl. Come on, go down. Und Ende. Oh, noch nicht ganz. Jetzt aber. Gut XP, gut XP. Blalalalam. Blalalalam. Wir müssten da hoch. Ich schaue noch kurz hier mal rüber. Nee, da waren wir ja schon. Da war ja die scheiß Kiste, die uns zerstört hat. Faltenhieb auf die Garuda. So, Jessica greift die beiden an. Und so. Nice, die schlafen jedenfalls noch. Bam. Alter, fuck my life. Tanky Motherfucker. Jetzt aber. So, Jessica. Ja, erstmal Angelo. Dann Jessica. Und jetzt Ratchet. Nice. Gehen wir richtig? Nö, hier lang. Ich geh mal kurz hier hoch. Und hier scheint nichts zu sein. Schnell wieder runter. Please let me go down. Nice. Oh nein, oh nein. Die gehen mal gut XP. Den hier fokussen. Den hier fokussen. Fähigkeiten, Zwillingskracher. Den hier fokussen. Flammenhieb. Den hier fokussen. Die Bitch Slap. Bam, bam. Jawohl, der ist da. Mega Stärkung. Den sollten wir auch töten, weil ich habe Angst, dass der wiederbeleben kann. Jawohl. Jetzt ist nur eine Frage der Zeit. Bam. Bonk. Und Ende. Eins. Zwei. Drei. Oh, okay, keine vier. Okay, ist hier irgendwas? Hier scheint ein Teich zu sein. Guck erstmal hier rein, bevor wir zum Schloss gehen. Und es sind, nicht wenige Gegner. Youngest greift ihn auch an, Jessica greift die beiden an und Angelo greift
den hier an, so. 25 Damage, Alter. Nice. Oh. Einer 1. Oh, okay, gut, gut, gut. Ach, come on, Youngest. Das hätte sein Tod sein können. Oh, bitte keine 6 oder so. Genau das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Oh, Mann. Bitte, soll ich fliehen? Ist ihre Mittelheilung, Jessica. Zauber, Heilung, Angelo. Jessica. Abwehr. Nee. Jessica, Fisch, Angreifen, die beiden. Nee. Fähigkeit, Zwillingsdrache, der. Angelo. Zauber, Heilung auf. Youngest. Nice, immerhin ging er da. Die Healing kommt durch. Please, nicht auf Jessica. Alter, nicht in Ernst, oder? Oh, knapper Scheiß. Heilung geht auf ihn. Bitte auf Jessica noch. Jawohl. Alter, das war knapp. So, dann. Fähigkeit. Falkenhieb. Einer muss von denen jetzt sterben. Zauber, Heilung. Angelo. Jessica, Zwillingsdrache auf die beiden. Angelo, Mittelheilung auf den Protagonist. Bam, bam. Ah, die überleben das noch. Nice. Einer ist down. Nice, gut, gut, gut. Okay, ich weiß, als ich vorhin darüber gesprochen habe, dass ich die nicht so gefährlich finde. Jetzt finde ich die gefährlich. Jetzt sind die brutal. So, alle sind aus der Gefahrenzone. Youngus auch. Ne, du greifst einfach die drei Katzen an. So. Nice. Jetzt räumen wir auf. Bam. Gott sei Dank. Wir haben auch kein Level-Up für Angelo oder Jessica, ne? Ne, Angelo kann ruhig heilen. Sich selbst erstmal natürlich, ne? Mittelheilung. Bam, nice. Und wir sind back in the business. Gefährliche Sache, gefährliche Sache. So, ist hier was? Nö. Außer dieser Teich. Oh, come on. Ja. Falkenhieb auf dich. Dich. Ja. Und so. Nice, Jessica. Das ging flott. Da scheint nichts an. Gut, dann zum Schloss. Entweder ist es verflucht oder jemand hat eine fette Vape-Party dort veranstaltet. Und da ist ein Schleim. Renn nicht weg von mir. Lol. Jessica one-hitted einfach alle. Brrr. Nice, ich liebe es voll. So. Ach, das ist ein Gegner. Okay, ich dachte, ich kann dich ansprechen. Schleimiger Schelm. Ich habe Angst vor dem. Man weiß nie, ne? Warum Streuner sind ziemlich stark. Deswegen riskieren wir nichts. Wumm, wumm.
Er hat immerhin ordentlich überlebt. Und gibt mir 40 XP und eine Münze und Kupfermonstermünze. Okay. Sieht die. Oh, der schleimige Schelm sieht die Gruppe respektvoll an. Soll der schleimige Schelm sich zu Moris Monster Arena begeben? Ja. Läuft geschwind zu Mori. Okay. Was die Monster Arena ist, weiß ich nicht. Aber jetzt ist sie dort. Was hat denn unsere Crew zu sagen? Jessica, nichts. Youngers, nichts. Angela, nichts. König Trode, auch nichts. Okay, dann. Hmm. We can't get in like this. Jessica, can you get rid of these thorns with some of your hocus pocus? I guess I can give it a try. Let's see. Nice, Jessica. There. Just don't ask me to get rid of all of them, okay? My magic may be powerful, but it's not that powerful. Nice, he's cool. Holy shit. Alles sieht mitgenommen aus. Oh, my poor castle. It used to be so beautiful. But now it's in ruins. And it's all because of Dul Magus's evil curse. That's when our journey began. And the castle's secret treasure was plundered. There you are, Princess. I know you like to look at the stars, but it's a little chilly to be outside. Perhaps you should retire to your chamber. Of course, Father. I'll come right away. What's going on? Hello? Is anybody there? There's a man injured here. Somebody please call a doctor. Speak to me. I command you. Tell me what happened here. Your Majesty. Somebody. The sealed chamber. Sealed chamber? But surely, no one would... Father, the intruder may still be up there. It's too dangerous for you to go alone. Yes, but what if... I can't just stand by and let someone steal it. I know, so I'll go with you. I don't know. Well, if there's no other alternative... You! What do you think you're doing? I forbid you to touch that scepter!
Why, if it isn't King Troll and Princess Merdia. I didn't expect you to find me. But what's done is done. Tell me, is this scepter as powerful as people say? You're that jester. You came to my castle so you could steal the scepter? Well deduced. You saved me the bother of explaining myself, Your Majesty. I heard all about it. About a legendary magical scepter sealed deep inside Castle Trudaine, and about how it could bestow ultimate magical powers. With this, nothing can stop me from becoming the greatest magician of all time. Then, I'll have my revenge on those scornful snobs who made a fool of me. Stop! That scepter must never leave this castle! Nothing can stop me. I see no reason to delay this any further. Time to unleash its true power. King Trode, you will be my first guinea pig. Father, look out! Is that the best it can do? The mare I can see, but you look more like a toad than a troll to me. Ah, but wait. The magic circle here must be restricting its full powers. If I can take it away from here, I'll see what it can really do. Come, precious scepter. Show me your true power. Oh, yes. What incredible magic. Perfect! So powerful. I can't control it. What on earth? Day. We were inside the magic circle, but you weren't. How did you manage to survive? Weil wir der Protagonist sind.
Who knows? Maybe it was just luck. You've always been a lucky one. Oi, Gav! What you and the old codger jabbering on about back there, eh? Ain't we supposed to be swatting up on that ship? Come on, get a move on! Yes, of course. The castle library should be just over there. Okay. Kurz erstmal nachschauen. Haben wir eine Karte hiervon? Jo. Der scheint ein wenig grün zu sein. Plants vs. Zombies. Oh, hier sind noch Gegner. Lul. Oh lol, wie geil das aussieht. Flammenhieb. Testen wir mal. Jangus greift die hier an. Jessica. So. Angelo, Flammenhieb. So. 25. Gut, dass wir die schon mal als erstes vorkosten. Aber die nehmen auch gut Schaden, wie es scheint. Noch überlebt er. Oh, 28 Damage. Holy shit. Nice Dodge, Jungus. Alter Junge, was ist denn mit den Nachbarn los? So laut. Falkenhieb. Jungus. Jessica. Upsala. Jessica. So. Angelo kann ja in der Zeit heilen, ne? Und zwar sich selbst. So. Soweit, so gut. Oh, fuck. Ja, hab ich mir schon gedacht. Jengis muss jetzt gleich geheilt werden. Alter, wie die alle Jengis fokussen. Please, my boy. Survive. Gut, dein schon mal down. Holy shit, holy shit. Ich will echt ein. Ah, egal. Zwei schon mal down. Fähigkeiten. Flightenhieb auf ihn. Jengis, greifst den hier an. Jessica. Nein. Jengis, Heilung, Jessica. Jessica, Fähigkeit. Zwillingsdrache auf ihn. Zauber, Mittelheilung, Jengis. Gut. Holy shit, die sind ziemlich stark. Nice. Ach, come on, die, please. Falkenhieb. Angreifen, so. Fähigkeit zur Linksdrache, so. Angelo, Mittelheiler, Ratchet. Nice. Bonk. Die müssen jetzt hoffentlich ziemlich viel XP geben. Jawohl. Holy shit. Ja, 352. Nehme ich gerne. Mittelheilung. Ne. Heilung reicht dir aus. Ja, nicht ganz, aber trotzdem. Scheiß drauf. Zur Bibliothek. Da geht's zwar hoch. Okay, dann gehen wir da hoch. Der Fluch scheint eine Blume aus der Katze sprießen zu lassen. Kommen wir hier rein? Ich hoffe es doch. Ja. Ich habe mich gerade voll erschreckt, aber ja. Alle sind ja momentan verflucht. Und es sind... Holy shit. Die könnten zwar ordentlich XP geben, aber ich habe Angst. Holy shit. So. 28. Okay, das gewinnen wir nie im Leben.
Das gewinnen wir nicht, ne? Holy shit, die ist ja schon fast tot. Come on, please. Die. Nein, Mann. Jetzt aber. So. Scheiße, was machen wir? Angreifer. So. Zauber. Heilung. Nein, der ist zu langsam dafür. Jessica. Angreifen. So. Ne, machen wir anders. Fähigkeit. Falkenhieb. So. Jengers. Angreifen. Jessica, angreifen. Angelo, Mittelheilo. Jessica. So, please nicht Jessica angreifen. Bitte heil einfach. Nein! Mann, Angelo, manchmal bist du so schnell, jetzt nicht, oder was? Fuck my life. Ah. Ja, fuck you, Angelo, du nichts nutzt. Alter. Und diesen Tank hier, fuck. Ne, fliehen. Und wir konnten nicht fliehen. Toll. Das könnte unser Ende bedeuten. Ah. Ja, die sind ziemlich strong, Alter. Bitte lass mich auf einen kommen. Please, please, please. Nein, okay, wir haben verloren. Bonk. Mercy. Mercy, fuck you. Youngus, du musst entkommen. Youngus, du musst entkommen. Bitte, Youngus, bitte, Youngus. Einmal, sonst rage quitte ich. Oh mein Gott. Schnell raus. Schnell raus. Gegenstand. Chimäreflügel benutzen. Trodan? Ja, wir gehen einfach hier hin. Wir können dann zu Trodan. What the fuck, Alter? Das war gefährlich. Drei von uns sind down gegangen. Please revive drei von uns. Na. Nein, nein. Nichts Falsches drücke. Fortsetzen, ja. Ich drücke immer zu schnell X. Na? Wiederauferstörung. Drei Leute. Ja, 190. Alter. Fucking strong. Ja. Ja, please. Laber nicht viel, einfach wieder beleben. Sehr schön. Ja. Und Angelo. Boah. Gut. Dann speichern wir und machen dann beim nächsten Mal weiter. Holy shit, das war schon ordentlich. Muss man schon sagen. Die Gegner sind fucking stark. Ich hoffe aber, dass sie uns auch gut XP geben werden. Und wie weit haben wir gespielt? Hätte ich welche gestorben? Wie viel Zeit hätte ich verloren? 31 Minuten. Ja. Ich will nur kurz gucken, wann ich voraus. Ach, come on. Nein. Ja. Ich will nur gucken, wann ich ein Level abkomme. So.
Langsam, Toru. Ach, schon wieder. Fuck. Ich hasse es. Ich hasse es. So, diesmal langsam. So, Weissagung. 3000, okay. 3300, okay. 1200, also noch so viel und Angelo braucht. Okay, zwei Kämpfe und Angelo ist ein Level up, okay. Mehr wollte ich nicht wissen. So, dann geht's beim nächsten Mal weiter und hoffentlich werden wir nicht zerstört. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.